Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashir's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen! Eigentlich passt das da gut hin so. Sieht doch besser aus. Heißt, das machen wir jetzt einfach ringsum. Auch weg. Die Tür, die muss ich in diesem Bereich sowieso von innen setzen. Das heißt, dass die nach außen aufgeht. Somit passt es dann hier auch an der Stelle. Der kommt weg. Oh, meine Schippe ist weg. Muss ich nachher innen drin auch noch Material sammeln gehen? Unglaublich. Tja, gerade hingebaut, schon wieder weg. Aber ist das eben, ne? Ich baue ja hier kein fertiges Design, sondern ich baue ja recht spontan. Da muss man dann mal mit dem einen oder anderen Umbau leben. Oh je. So, jetzt haben wir das. Hier darf noch ein bisschen Wiese draus werden aus dem Ganzen. So machen wir den Abschluss hier hin und der Zaun, der kommt ja wie gesagt sowieso noch weg. Später. Und dann passt das ja auch vernünftig in die Landschaft. Jo. Genau so nehmen. Fix alles wieder einsammeln. Ja. Da liegt noch was. Da liegt noch was. Eps.
muss mir noch Gedanken machen, was ich da für einen Boden reinsetze. Muss ja auch noch so ein bisschen Boden rein wieder, ne? Das ganze Teilchen. Schauen wir mal. Was uns da Gutes einfällt. Hm? Okay. Mit dem Dach, das wird auch noch eine hochsensible, hochflexible Konstruktion, denn das soll so ein richtig spitzes Dach. Richtig spitz. So, spitz, spitz, sozusagen. Oh, hoppala. Noch so ein Nahkampfdackel hier, komm. Was? Jetzt haben wir's. Jetzt brauchen wir oben natürlich noch, wie gesagt, das Dach muss drauf, Boden muss rein, aber was nehmen wir als Boden? In so einem schnieken Haus hier. Der Holzboden nehmen. Klingt insofern schon. Oh, ich hab da eine Idee. Die Idee, guck mal. Ist das Dach? Gemisch aus Eiche und Fichte. Und daraus machen wir einen Boden. Ist sowas noch da? Dann probiert das mal aus. Da ist Eiche, da ist Birke. Eiche. So. Kann ich auch was aus mehreren Holzsorten machen? Das probiere ich jetzt mal aus. Das müssen wir jetzt mal testen. Einmal, zweimal, dreimal. So. Dann lass uns das doch mal ausprobieren. Erstmal könnte ich vielleicht hier innen drin mal so ein, zwei Fackeln setzen. Dann sieht man noch ein bisschen mehr. Und jetzt. Also von der Idee her würde ich sagen, wir ziehen mal hier so ein. Zieh mal aus dem ganz hellen Holz, das wir haben. Ziehen wir mal hier so ein. Und Karree hier. Ungefähr so. Vielleicht die Tür mitnehmen sollen. So. Dann könnten wir den machen und den machen. Irgendwie passt mir das nicht. Irgendwas passt mir dabei noch nicht. Lass uns das nochmal wegmachen, bitte. Und das nochmal wegmachen. Das ist mir schon wieder zu steril. Ein bisschen spontaner, also ein bisschen spontaner.
Licht machen. So. Dann fangen wir mal hier in der Ecke an. Ein Block. So. Brauchen wir natürlich ein passendes Skript. Ja, ne? So, jetzt muss ich hier das hinsetzen. Dann würde theoretisch hier wieder das hinkommen. Hier das. Und hier das helle, ne? So. Und hier neben dem hellen wäre dann wieder die Eiche. Und neben der Eiche kommt der. Wir haben es. Wir haben es. Genau. Wo kommt's? Das gefällt mir. So, das heißt, hier würde dann wieder das hinkommen, richtig? Hier Birke. Hier können wir wieder Eiche. Da haben wir auch. Da Fichte. Das hat was. Das ist zwar, es hat zwar System, ist aber nicht so übermäßig steril, finde ich. Es wirkt spontan, aber ist es das nicht. Upsala. Obstsalat. So, weg damit. Es wirkt spontan, ist es aber nicht. Dazu sagen. Klingt schon wie so wie der Kurator einer Ausstellung, Kunstausstellung oder so. Ziemlich spontan. Ist es aber nicht. Leicht verspielt. Ich will mich ja nicht lustig machen bei dem Beruf. Kunst gehörte immer schon dahin, wo auch. Wo Menschen leben, gehört auch Kunst hin. Das ist nun mal so.
finde nur manchmal die, nenne ich es jetzt mal spontan, Aussagen dazu finde ich manchmal etwas übertrieben. Da haben wir noch ein bisschen Eichenholz, schon mal super. Super, super. Brauche ich noch ein bisschen Fichte. Was? Oh, hallo. Komm, ich skelettiere dich. Skelettieren geht ja nicht. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch Eiche. Da ist noch Fichte. Treppe kann ich aber nicht zerlegen, also nehme ich komm, meine Birkenholzbretter und ein bisschen Fichtenholzstufe dazu. Bitte, vielleicht reicht das ja sogar. Obwohl, ich kann auch Treppe nehmen. Steht genauso. Sieht man ja nicht, ne? Jetzt nichts anderes mehr finden, ich habe Treppe. Noch ein bisschen. Hier kam ich ab. Vielleicht noch was? Nö. Ist okay. Sollte ausreichend sein. So machen. So. Spart uns auch gleich das nochmal rüberrennen, ne? Oh je. Muss dann wieder Eiche hin, ne? Eichenholz. Da kommt Birke. Dort muss Eiche hin. Oh je, oh je. So. Und hier muss wieder Fichte. So. Noch einmal Birke. Vielleicht müssten wir es haben. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe in der Aufteilung, dann sieht es auch vernünftig aus, denke ich. So, und dann käme wieder Eiche. Nee, doch Eiche. Oh.
der Bund. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.